Menschen kann ein Pferd nicht folgen. Ein Pferd legt demjenigen, der führt, immer sein Leben in die Hände. In der Pferdeherde heißt es, derjenige, der führt, der ist verantwortlich. Und mein Pferd mir alles das gibt, was es mir mit Gebiss und Sattel auch gibt, weil es die Sachen verstanden hat und sie kann. Und ich mich so reduzieren kann, dass ich plötzlich diese Einheit und diese Harmonie bekomme. Hi, ich bin David von der Calm Horse Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich, noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Hallo ihr Lieben, ich darf heute die Aki bei uns begrüßen, die Aki Schubert im Interview. Bei uns geht es heute um das Thema gewaltfreies Training für und mit Pferde. Aki, erzähl doch mal was über dich. Woher kennt man dich? Was machst du? Was ist so dein Spezialgebiet? Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich total, dass ich jetzt heute hier sein darf, dass wir miteinander sprechen. Ich bin Aki Schubert. Ich habe den Blog für Pferd Horsemanship. Mhm. Und habe auch eine Facebook-Seite unter dem Namen für Pferd. Mhm. Und spreche da hauptsächlich über Pferdeausbildung, Pferdetraining, Kommunikation mit dem Pferd. Teile halt so das, was ich auch so im Alltag mache. Ich bin selber auch zu Hause Pferdetrainerin im Raum Köln-Bonn. Mhm. Hast du deine Pferde bei dir am Haus stehen? Leider nein. Ich wohne tatsächlich mitten in der City von Köln. Mhm. meine Stute steht in Frechen, mhm, auf einem Hof. Mhm. Und meine Hengste, die sind erst 1,5 und 2, die stehen, mhm, noch in der Aufzucht in Ruppichtrot. Mhm. Da so ein bisschen außerhalb, schön im Grün. Mhm. Ja, ist immer ein bisschen Fahrerei, aber besser die Pferde stehen gut und ich fahre halt einfach nur ein bisschen, anstatt... Ich hätte sie irgendwann gerne direkt vor der Tür, ja. Yeah. Dafür muss ich uns... Glaube ich, der Traum für alle. Wie lange hast du denn mit Pferden schon zu tun? Ich habe angefangen zu reiten mit 9, also eigentlich für so ein Pferdemädchen relativ spät. Mhm. Ganz klassisch in der Reitschule. Habe dann irgendwann mein eigenes Pferd bekommen, habe das dann abgeben müssen, als ich weggezogen bin, weil ich meine Ausbildung in Leipzig gemacht habe. Mhm. Habe dann während meines ersten Jobs in Bochum eine Freundin gehabt oder beziehungsweise eine Freundin gefunden, die auch selber züchtet, habe mit ihr dann mit Jungpferden gearbeitet. Und dann ist so ein bisschen der Traum entstanden oder beziehungsweise das Gefühl entstanden, die Art, wie ich reiten gelernt habe und Pferde auszubilden gelernt habe, das passt irgendwie nicht so ganz, das funktioniert nicht so ganz. Ich war halt, mhm, in Warendorf auch bei Schulungen, mhm, und habe dann unverschämterweise die Frage gestellt, was ist denn, wenn das Pferd nicht so reagiert, wie wir jetzt gerade darüber reden, dass es reagieren sollte. Und habe dann nur einen Blick bekommen mit der Aussage, das reagiert dann so. Ich dachte, okay, schon mal einen Tinker gesehen, also jetzt gegen den Warmblut reagiert ja vielleicht mal auch ein bisschen anders. Ja, und damit bin ich dann, mit diesen Fragen bin ich dann halt losgezogen und habe dann gemerkt, auch weil mein erstes Pferd ein bisschen schwieriger war, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Habe dann die Ausbildung beim Thomas Günther gemacht, bei Pro Ride Horsemanship, das ist dann Natural Horsemanship, mhm, das Training, und bilde mich jetzt jedes Jahr auch im Ausland bei verschiedenen Trainern weiter, schaue mir an, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, Pferde zu trainieren, und entwickle da gerade so ein bisschen meine eigene Art des Trainings. Ich glaube, je mehr man sich weiterbildet, desto verschiedene Arten man sieht und desto individueller wird die eigene, mhm, Art, mit dem Pferd umzugehen. Ich möchte es gar nicht Methode nennen, ja, aber die eigene Ausbildungsphilosophie ist es eher. Ja, genau. Was fasziniert dich denn besonders am Pferden? Du hast ja jetzt doch schon relativ viele Sachen gesehen, auch im Ausland bei verschiedenen Trainern. Was ist so das, was alle Pferde irgendwie so ein bisschen vereint, wo du sagst, das ist das, was mich an dem Wesen so fasziniert? Ich finde es unfassbar faszinierend, dass jedes Pferd ein Individuum ist. Mhm. Genau wie bei uns Menschen auch. Natürlich sind wir alle Mensch, aber trotzdem sind wir doch alle
unterschiedlich. Mit den einen verstehe ich mich besser, mit den anderen nicht so sehr. Die einen verstehe ich vielleicht auch besser, auch wenn es nur in der Sprache ist, und die anderen eben nicht. Und genau so ist es bei Pferden auch. Und das finde ich unfassbar faszinierend. Und ich finde es ganz schwierig im Training zu sagen, die funktionieren alle gleich, die können wir alle nach dieser Methode ausbilden. Mhm. Das ist halt einfach nicht so. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es wirklich darum geht, eine Art der Kommunikation zu finden, um mit jedem Individuum in Kontakt treten zu können und zu erklären zu können, was ist denn die Aufgabe, die ich dir gebe und was möchte ich eigentlich so genau von dir, damit auch mein Gegenüber Spaß an dem entwickelt, was wir eigentlich zusammen machen wollen. Mhm. Wie glaubst du, entstehen diese ganzen Problempferde, die es ja heutzutage fast an jeder Ecke gibt? Es gibt ja immer diesen schönen Spruch, es gibt keine Problempferde, es gibt nur Menschen mit Problemen mit Pferden. Mhm. Unterschreibe ich absolut. Unsere Pferde haben eigentlich keine Probleme, sondern wir haben das Problem, dass wir ihre Reaktionen so in unserer Welt nicht haben wollen. Mhm. Wenn wir das einmal durchblickt haben, ist es schon ein bisschen einfacher. Mhm. es liegt häufig daran, dass unsere Pferde uns nicht verstehen, dass die Kommunikation nicht funktioniert, dass wir uns nicht verständlich machen können. Mhm. Also es liegt genau wie am Computer auch, immer am Ende der Tastatur oder vor der Tastatur, vor dem Bildschirm, liegt immer der dümmste anzunehmende User. Und am Ende des Seils, eben da, wo der Mensch ist, ist auch meistens derjenige, der nicht richtig kommunizieren kann, was er eigentlich vom Pferd möchte. Mhm. Pferde sind, wie wir alle wissen, Fluchttiere und deshalb reaktiv. Das heißt, sie reagieren auf ihre Umwelt, auf die äußeren Umwelteinflüsse. Mhm. Und somit auch auf das, was ich dem Pferd bringe oder was ich jetzt gerade versuche. Mhm. Und wenn ich einmal verstanden habe, dass mein Pferd eben reaktiv ist und nicht irgendetwas plant, nicht irgendetwas vorhat, sondern einfach nur auf das reagiert, was außen passiert und dann eben mit seinem Instinkt reagiert, denn da sind wir wieder an dem Punkt, ein Pferd ist nur ein Pferd. Mhm. Es reagiert einfach instinktiv oder mit dem, was es gelernt hat. Und meistens haben wir unseren Pferden auch ganz schön viel Blödsinn beigebracht, einfach weil es funktioniert hat für das Pferd dann in dem Moment, dann reagiert es halt so, wie wir das nicht so gerne haben und dann klassifizieren wir es als Problempferd. Mhm. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Das ist nicht nur schade für das Pferd an sich, was dann halt von Hand zu Hand wandern kann und dann im schlimmsten Fall beim Schlachter landet, weil es nicht mehr handelbar ist. Mhm. Sowas ist eigentlich nicht nötig. Wenn wir uns ein bisschen besser schulen, wenn wir uns mehr fortbilden und einfach ein bisschen mehr in die Kommunikation mit dem Pferd stecken. Es ist wie das Lernen einer Fremdsprache und die meisten Menschen haben da eigentlich auch ziemlich Bock drauf. Mhm. Denn wenn ich richtig kommunizieren kann, können genau diese Bilder entstehen, die wir eben bei Ostwind und Co. sehen. Mhm. Wenn man ohne Sattel, ohne Kopfstück mit dem Pferd galoppieren kann, Wendungen machen kann, das ist unfassbar toll und das sind ganz tolle Momente, die man sehr lange, sehr hart erarbeiten muss. Ja. Weil man so viel an sich selber arbeiten muss. Mhm. Jetzt hast du ja gerade so schön gesagt, dass Pferde immer nur auf eine Aktion von uns Menschen reagieren. Jetzt hat aber doch bestimmt jeder schon mal in seiner Reitkarriere gehört, der verarscht dich nur. Ich mag das so. Was kann man zu diesem Satz sagen? Beim Pferd denkt sich ja eigentlich nicht oder hat nicht dieselben Gedanken wie ein Mensch. Oh ja, jetzt habe ich heute vielleicht keine Lust auf Galoppieren. Jetzt lasse ich mir irgendein Blödsinn einfallen. Woran denkst du, liegt es dann? Das ist ja dann eher eine Fehlkommunikation oder das Pferd hat es nicht gelernt oder vielleicht auch körperliche Schmerzen, oder? Ja, also wenn ich den Satz höre, der verarscht dich nur, dann weiß ich auf jeden Fall schon, derjenige hat absolut keine Ahnung vom Wesen Pferd. Mhm. Und das ist für mich ganz wichtig herauszufiltern, denn dann weiß ich, wie ich mit diesem Menschen kommunizieren kann. Zu dem kann ich dann auch nicht hingehen und sagen, nee, der versteht mich nicht, weil dann der Satz, der verarscht dich nur, wird dann einfach ein bisschen weitergeführt in Richtung, jetzt mach hier keinen Guru-Scheiß. Ne? Mhm. Das hat nichts mit Guru oder Sonstigem zu tun, sondern es ist tatsächlich einfach nur eine Fehlkommunikation. Mhm. Oder wenn ich einfach ein älteres Pferd habe, ich
erzähle einfach mal von einem meiner Trainingspferde. Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen. Hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau, bitte YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten. Und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann.